Wir gelangen nun zum 20. Punkt der Tagesordnung. Bericht des Umweltausschusses. Dieser 20. Tagesordnungspunkt ist die Änderung des Strahlenschutzgesetzes, sieht in der Rücknahme der Zuständigkeitsübertragung von den Ländern an die Bezirke, die bei der Verwaltungsreform vorgenommen wurde. Damit soll eine teure Kompetenzzersplitterung vermieden werden. Nächste Rednerin ist von der SPÖ Andrea Gessler-Ramftl. Abgeordnete Andrea Gessler-Ramftl, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, Hohes Haus, Inhalt der Regierungsvorlage ist, und das haben ja bereits meine Vorrednerinnen und Vorredner erwähnt, dass die erstinstanzliche Zuständigkeit für strahlenschutzrechtliche Verfahren und die Intervalle für die periodische Überprüfung von Strahlenbetrieben geändert werden. Der Umgang sowie Arbeiten mit Strahlenquellen soll von den Bezirksverwaltungsbehörden zu den Landeshauptleuten zurückverlagert werden. Überprüfungen sollen von 2 auf 3 bzw. 4 Jahre erstreckt werden. Zahn- und veterinärmedizinische Röntgeneinrichtungen werden alle 4 Jahre überprüft. Strahlenquellen mit einem höheren Gefährdungspotenzial sollen einer einjährigen Überprüfung unterzogen werden. Zweck dieser Gesetzesänderung ist eine Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung, wobei gleichzeitig aber auch die Qualität der Überprüfung aufrechterhalten wird. Waren bisher 100 Bezirksverwaltungsbehörden für Strahlenschutzverfahren zuständig, so sind dies nun 9 Strahlenschutzbehörden in den Ländern. Des Weiteren werden sich nun bei den Ländern auch ökonomischere Verfahrensabwicklungen ergeben. Danke.